Für Ann-Kathrin Bendixen ist das Abenteuer bei Let's Dance vorbei. Obwohl die beliebte Bloggerin im Halbfinale ausgeschieden ist, fühlt sie vor allem Glück und Dankbarkeit. Ich möchte mich bei euch allen für diese unglaubliche Zeit bedanken. Vierter Platz bei Let's Dance, das ist doch der Wahnsinn, sagt sie in ihrer Instagram-Story nach ihrem Aus. Ich denke, die richtigen drei sind im Finale und ich drücke ihnen die Daumen. Es ist ein schöner Abschied, fügt sie hinzu. Die Teilnahme an der Show wird für sie unvergesslich bleiben. Mit Let's Dance geht eine prägende Zeit in meinem Leben zu Ende. Ich habe so viel über mich selbst gelernt und die mediale Welt war eine völlig neue Erfahrung für mich, resümiert sie. Ich werde immer mit einem Lächeln auf diese Zeit zurückblicken. Es war einfach fantastisch, zieht sie ihr Fazit. Auch für ihren Tanzpartner Valentin Lusin findet sie nur liebevolle Worte und lobt ihn als Mensch mit einem unendlich tollen Herzen. Ann-Kathrin erlebte bei Let's Dance viele Höhen und Tiefen. Als absoluter Neuling auf dem Tanzparkett war das Erlernen der Choreografien oft eine Herausforderung, nicht selten bekam sie von der Jury die niedrigsten Punkte. Aufgeben war jedoch keine Option für die abenteuerlustige Ann-Kathrin, und so tanzte sie sich bis ins Halbfinale. Obwohl sie es nicht ins Finale schaffte, endete ihre Reise mit einer positiven Überraschung. Im herausfordernden Impro-Dance erzielte sie gute 23 Punkte.